Hallo. So, ja, herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von Tombow. Wir werden jetzt gleich ein schönes Lettering zusammen machen. Ich wollte jetzt aber noch kurz warten, ob sich nicht noch ein paar mit dazu gesellen. Nelly, passt der Ton? Verstehst du mich gut? Sehr gut. Die Nelly ist nämlich meine Souffleuse. Sie wird mir all eure Fragen zuflüstern, die ich dann natürlich während dem Livestream beantworten möchte oder beantworten werde natürlich. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, wenn es zu schnell geht, wenn ihr was genauer gezeigt haben wollt, könnt ihr es einfach im Chat kommentieren und ich versuche das dann so gut wie möglich zu beantworten. Ihr braucht dafür allerdings, um eben in dem Chat was schreiben zu können, einen Account bei YouTube. Also das heißt, wenn ihr mich mit Fragen löchern wollt, solltet ihr euch auf jeden Fall schnell einen Account anlegen, damit ihr eure Fragen auch loswerden könnt. Ich würde sagen, wir warten noch ganz kurz. Vielleicht ist der ein oder andere noch gerade auf dem Weg hierher. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass schon so ein paar hier sich eingefunden haben bei dem schönen Wetter. Wir haben es ja gerade schon auf Instagram gesagt, hier ist richtig warm. Ich habe aber auch ein kühles Getränk neben mir stehen. Ich hoffe, ihr auch, so dass wir auf jeden Fall einen schönen Lettering-Abend zusammen verbringen können. Der Livestream wird auf jeden Fall hier gespeichert. Das heißt, ihr könnt ihn nochmal angucken, wenn ihr nicht genug kriegt. Oder ihr könnt auch, falls ihr nochmal weg müsst, nochmal was direkt nachgucken. Also das ist überhaupt kein Problem. Der bleibt hier einfach auf YouTube gespeichert. So, dann denke ich, sind wir soweit bereit. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich alles ausgesucht habe an Materialien für unser Lettering heute. Und schalte dafür meine Kamera jetzt mal um, damit ihr auch meinen Arbeitsplatz seht. So, ich hoffe, das hat geklappt. Ihr solltet jetzt hier meine Hände und mein Papier, meine Stifte sehen. Als erstes, wir arbeiten heute, beziehungsweise ich arbeite heute mit den ABT Pros. Das heißt, ich verwende dafür auch das Tombow Bristol Papier, weil man auf dem Papier wirklich super gut mit den Stiften arbeiten und blenden kann. Das ist auch ein sehr glattes Papier, was natürlich für die Brushspitze wichtig ist und die Farben lassen sich wirklich schön auf dem Papier verblenden. Was ich immer mache, weil das ist, wenn man mit Alkoholmarkern arbeitet, einfach der Fall, dass manchmal, wenn man wirklich wild blendet, sich ein bisschen die Farbe aufs untere Papier durchschlägt. Ich habe immer so ein Papier, das habe ich irgendwie immer parat, das lege ich dann unter mein Papier, auf dem ich arbeite, damit nicht noch ein weiteres sozusagen ein paar Flecken bekommt. Genau, also das ist das eine zum Papier. Ihr könnt euch das schon mal rausholen. Ich hoffe, ihr habt euch alle die Vorlage von dem Lettering, die ich erstellt habe, runtergeladen und auch ausgedruckt. Wenn ihr es schon übertragen habt, perfekt. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr es euch schon so weit auf euer Bristol-Papier übertragen habt. Dann würde ich nur kurz erklären, wie es funktioniert, denn ich habe es mir auch schon vorbereitet, damit wir uns heute voll und ganz auf das Thema Blenden und Lettern und die verschiedenen Techniken eben mit den ABT Pros konzentrieren können. Also wer es noch nicht übertragen hat und ein bisschen Zeit braucht, ich zeige es jetzt gleich, wie es funktioniert. Und während ich jetzt hier am Anfang noch so ein bisschen ja, ein bisschen Stifte zeigen und Farben, die wir verwenden werden, könnt ihr es ja dann einfach schnell für euch übertragen. Wenn jetzt alle sagen, sie haben es noch nicht übertragen, dann machen wir es natürlich zusammen. Dafür braucht ihr eigentlich nicht viel, einfach den Ausdruck, einen Bleistift, am besten ein bisschen einen weicheren. Da schraffiert ihr euch einfach die Rückseite vom Papier und erstellt euch sozusagen euer eigenes Kohlepapier. Ich mache jetzt hier nur mal den ersten Teil, bis ich dann Feedback bekommen habe, ob wir es komplett zusammen machen sollen. Ansonsten könnt ihr das, denke ich, auch, ist ja nicht schwer, selber dann einfach schnell fertig machen. Und zwar legt ihr dann euer Papier wieder andersrum. Also ihr habt jetzt auf der Vorlage die Rückseite schraffiert und geht dann her und fahrt einfach mit eurem Bleistift hier die Linie nochmal nach und durch den Druck
den ihr jetzt hier ausübt mit dem Bleistift, wird das Graphit auf das untere Papier übertragen. Ich mache jetzt mal einfach den ersten Buchstaben und dann zeige ich euch das Ergebnis. Aber ich denke mal, die meisten werden die Technik ja schon kennen. Das ist eine sehr einfache, schnelle Version. Man kann es natürlich mit dem Leuchttisch übertragen, aber ich gehe mal davon aus, dass das noch nicht jeder zu Hause stehen hat. Deswegen, genau, jetzt habe ich hier einfach mal das Y nachgefahren und ihr seht, ich habe hier jetzt einfach schön meine Vorzeichnung übertragen. Also so könnt ihr jetzt bei dem ganzen Motiv vorgehen und einfach die Linien übertragen. Bei den Luftblasen oder Wassertropfen, wie ihr auch immer es interpretieren wollt, könnt ihr euch überlegen, ob ihr das wirklich vorzeichnen müsst. Das kann man auch einfach dann am Ende so ein bisschen nach Gefühl verteilen. Also wichtig sind auf jeden Fall hier die Schriftzüge, damit ihr dann später euch auf das Kolorieren gut konzentrieren könnt. Genau, das war jetzt mal das zum Thema Vorlage. Dann wollte ich euch jetzt einfach erstmal noch überhaupt die Farben zeigen, mit denen wir heute arbeiten. Ich habe ein bisschen versucht, was Urlaubsstimmungsmäßiges rauszusuchen für euch. Ich meine, das sind ja wirklich super viele Farben, die es von den ABT Pro Stiften gibt. Und ich habe mich jetzt hier auf so, ja, ich sag mal so ein bisschen Koralle und türkisfarbenes Meer konzentriert. Und aus den sechs Farben werden wir jetzt dieses Lettering, oder mit den sechs Farben werden wir das Lettering gestalten. Als erstes möchte ich euch jetzt mal zeigen, wie einfach eigentlich das Blending mit den Alkoholmarkern, also mit den ABT Pro Stiften, funktioniert. Also wirklich wichtige Voraussetzung ist das richtige Papier, also das Bristol Papier. Ich nehme dann immer gerne beide Farben, die ich ineinander verblenden möchte, in meine Hand und öffne mir die Kappen vorsichtig. Wenn ihr die wirklich komplett aufzieht, die Stifte, macht das gerne neben dem Papier. Es passiert wirklich manchmal, also ganz manchmal, dass da mal ein Tropfen rauskommt, dass das nicht auf euer Papier, mit der Vorzeichnung zum Beispiel drauf tropft. Und ich stecke mir die dann so los in die Kappen. Dann kann ich nämlich, erstens sehe ich, welchen Stift ich wo habe und ich kann relativ schnell einfach zwischen den Farben einfach wechseln. So, wenn jetzt, nehme jetzt einfach direkt hier mal die Vorzeichnung fürs Blending. Ich fange mit der helleren Farbe an und trage hier mit federnden, also ausfedernden Strichen einfach meine erste Farbe auf und lasse die hier so ein bisschen ausfranzen. Das mache ich hier auch. Mache das jetzt hier gleich mal komplett für das Y. Und jetzt nehme ich die dunklere Farbe. Also ich arbeite wirklich Buchstabe für Buchstabe mich vor. Denn es geht einfacher, die Farben miteinander zu verblenden, solange die noch so ein kleines bisschen feucht sind auf dem Papier. Und dass dann hier die Farbflächen überlappen. Also hier die dunklere Farbe geht wirklich in die Farbflächen der helleren mit rein. Und dann komme ich mit der helleren Farbe und mache noch mal ein paar wenige federnde Striche von dunkel nach hell. Wenn ihr das Gefühl habt, okay, ihr braucht noch mehr von der helleren Farbe, um das hier auf dem Papier, direkt auf dem Papier zu mischen, dann könnt ihr das natürlich noch mal nachholen. Aber meistens reicht es schon, wenn ihr den Farben ein bisschen Zeit gebt, mischen die sich eigentlich auf dem Papier. Das sieht man hier jetzt eigentlich auch schon richtig schön. Ich habe auch Farben natürlich ausgesucht, mit denen das Blending gut funktioniert und leicht geht. Aber mit den beiden Farben funktioniert es wirklich super easy. Also da müsst ihr eigentlich fast nichts mehr machen, um die zwei Farben miteinander zu vermischen. Okay, dann zeige ich euch das Ganze nochmal mit den anderen Farbtönen. Die Farbnummern hier sind jetzt in dem Fall die 873 und die 881. Das sind meine zwei Korallenfarben. Und dann habe ich hier noch vier so Türkistöne rausgesucht. Jetzt brauche ich mal kurz mal Spicker. Den zeige ich euch nachher auch noch, weil ich euch auch noch ein bisschen was zum Konzept und zum Aufbau von dem Lettering zeigen wollte, wie ich überhaupt, wie das so aussieht, wenn es noch nicht fertig ist auf meinem Schreibtisch. Und zwar habe ich dann für den mittleren Schriftzug die
3.7.3 ausgesucht. Mit der zeige ich euch dann auch nachher noch, wie man ein monochromes Blending machen kann mit den ABT Pros. Das funktioniert nämlich auch ganz einfach und gibt auch einen super schönen Effekt. Also ihr braucht dafür nur eine Farbe, um dann einen Farbverlauf zu machen. Die brauchen wir auf jeden Fall. Dann haben wir noch die 828 und die 403. Mit den dreien werden wir das Sie kolorieren und für den Schatten oder für die Blocks besser gesagt, nehmen wir die 401. Okay, also hier öffne ich mir jetzt auch wieder die Stifte, lasse die hier in den Kappen quasi ruhen. Nehme mir die auch immer so in der Reihenfolge, in der ich sie verblenden möchte, dass ich hier nicht durcheinander komme. Bei den Blautönen könnte das ja doch vielleicht mal passieren. Und fange jetzt auch hier mit dem hellsten Ton an und lasse hier auch die Fläche mit leicht federnden Strichen hier auslaufen. Nehme eine zweite Farbe. Lass wirklich hier schön die Farbflächen wieder übereinander lagern oder lege sie übereinander und mache hier auch gleich für die zweite Hälfte nach unten meine federnden Striche und komme dann mit meiner ersten, also meiner helleren Farbe und setze hier wieder ein paar feine Striche, leichte Striche von dunkel nach hell. Und dann warten wir einfach mal ab, dann sollte sich das eigentlich schon direkt auf dem Papier wieder mischen. Jetzt komme ich mit meiner dritten Farbe, lege hier meine Farbfläche auch wieder mit diesen ausfedernden Strichen über meine zweite drüber und kann hier auch wieder mit meiner zweiten Farbe nochmal über den Farbübergang hier leicht drüber gehen. Sollte man, bei mir ist jetzt hier so ein bisschen wenig Farbe drauf, könnte einfach nochmal, das ist das Schöne bei den ABT Pose, ihr könnt einfach nochmal drüber gehen und das Ganze nochmal wiederholen und so auch einen schönen Farbverlauf erzielen. Ihr könnt auch in beide Richtungen so ein bisschen dann mit federnden Strichen hier den Verlauf erzeugen. So, ich hoffe, das hat bei euch gut geklappt. Das war jetzt so das Thema Blending mit mehreren Farben, aber ich habe ja schon gesagt, wir werden die Füllwörter, also das and, the, mit der 373 lettern und brauchen dafür auch einen monochromen Farbverlauf. Erste Hürde, erste Schwierigkeit. Die zwei Wörter werden wir im Brush Lettering Stil machen. Das heißt, ihr habt dünne Aufstriche und dicke Abstriche. Das könnt ihr hier mit der Pinselspitze auch wirklich schön machen, die Technik, die ihr schon kennt. Also ich mache es hier mal kurz vor. Ich nehme jetzt einfach mal das erste Wort. Ich versuche dann, also meine Aufstriche dünn zu machen, bei den Abstrichen ein bisschen Druck zu geben, damit die schön breit werden. So. Ich mache jetzt mal das ganze Wort schnell. Und jetzt kommt das monochrome Blending sozusagen. Und zwar möchte ich, dass der untere Teil von meinem Wort ein bisschen dunkler wird. Das heißt, ich gehe hierher und setze hier unten einfach nochmal eine zweite Farbschicht mit drauf und lasse hier auch meine Striche so ein bisschen ausfedern. Ups, das war es ein bisschen unsauber. Das kann man noch bestimmt kaschieren, aber das ist jetzt erst nochmal zum Aufwärmen. Und das mache ich jetzt überall bei meinen Buchstaben. Lass die hier so leicht ausfedern, trage hier unten deutlich mehr Farbe auf und dadurch bekomme ich einfach einen schönen Farbverlauf von einem dunkleren zu einem helleren Türkis. Da muss man hier bei den feinen Linien so ein bisschen vorsichtiger sein. Ihr dürft auch nicht zu lange an einer Stelle verweilen, weil natürlich dann auch Tinte ins Papier fließt. Also hier wirklich nur mit ganz leichten federnden Strichen eine zweite Farbschicht mit auftragen. Und dann habt ihr hier eigentlich schon einen schönen Farbverlauf. Ich hoffe, das kann man schon ganz gut sehen auf der Kamera, denke ich, oder über die Kamera. Wenn ihr sagt, das ist euch nicht genug, könnt ihr natürlich nochmal so ein bisschen auftragen. Aber ihr müsst ein bisschen aufpassen, denn je mehr Farbe ihr aufs Papier bringt, desto mehr wird sich die Farbe auf dem Papier auch bewegen. Also wenn ihr schon mal versucht habt, mit den ABT Pros zu blenden, habt ihr vielleicht gemerkt, dass es an manchen Stellen dann hier so
so Ausbuchtungen gibt, da wo ihr eben viel mit den verschiedenen Farben gearbeitet habt. Da gibt es auch noch einen Trick, den sollte ich für euch vielleicht auch noch verraten, bevor wir unsere Buchstaben kolorieren. Und zwar, wenn ihr eine Form habt, die ihr kolorieren wollt, ist es wichtig, dass die, ich nehme jetzt hier einfach mal zwei Farben, nochmal randommäßig, dass ihr mit der ersten Schicht natürlich bis zur Kante geht. Also wir zeichnen jetzt auch dann für unser Lettering mit Bleistift vor, kolorieren das und zeichnen am Schluss unsere Outlines. Da kann man dann auch immer noch mal ein bisschen was kaschieren, sollte da irgendwas passieren. Das heißt, die erste Farbschicht von beiden Farben, die geht wirklich bis zum Rand von eurer Skizze oder von euren Buchstaben. Und die zweite, also wo ich jetzt wirklich anfange, auf dem Papier zu arbeiten und die Farben ineinander zu blenden, da lasst ihr einen Millimeter oder zwei Sicherheitsabstand zur Buchstabenkante oder zur Formkante. Das ist ganz wichtig, damit, falls die Farbe sich auf dem Papier bewegt, das einfach nicht aus der Form ausblutet. Ich zeichne es euch nochmal ein. Ich lasse dann immer, quasi, wenn ich verblende, also wieder mit der ersten Farbe komme, mal hier so einen kleinen Sicherheitsabstand zu meiner Kante, damit mir das eben sowas hier nicht passiert. Weil sollte sich wirklich, wenn ich sehr viel Farbe aufbringe aufs Papier oder sehr viel Tinte, kann es schon mal passieren, dass da wirklich so ein Knubbel kommt und den können wir dann auch mit einer dickeren Outline leider nicht mehr kaschieren. Deswegen einfach hier beim Verblenden nicht ganz bis zur Kante gehen. Und das wird erstens nicht auffallen und zweitens wird es dann auch eben nicht ausbluten. Okay, dann haben wir jetzt hier mal die Haupttechniken mit den APD Pros angeschaut. Und ich wollte euch ja noch zeigen, wie so ein Lettering bei mir entsteht und was ich dann lauter für Schnipsel hier jetzt auch als Spicker auf dem Tisch liegen habe. Als erstes fange ich mit einer kleinen Skizze an. Die habe ich euch jetzt auch mal mitgebracht. Da seht ihr schon mal den Grundaufbau. Da habe ich also auch wirklich viel radiert und rumprobiert und mir einfach überlegt, wie möchte ich die Schrift haben, wie möchte ich die kombinieren. Habe hier dann auch meine Version noch ausprobiert mit zwei unterschiedlichen 3D-Buchstaben. Und wie ihr sehen könnt, ist es dann die rechte geworden, die etwas klareren Buchstaben. Und also hier habe ich mir wirklich erlaubt, viel zu radieren, zu überlegen. Das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht so durch den Kontrast, aber da habe ich wirklich gearbeitet und auch ein bisschen mit einem weicheren Bleistift. Also das ist wirklich so aus einer Skizze heraus entstanden. Und dann habe ich es mir groß vorgezeichnet, vorsichtig. Am besten, wenn man mit ABT Pros arbeitet, lieber einen härteren Bleistift nehmen, weil der dann auch nicht so verschmiert, wenn ihr jetzt hier Blendings macht. Oder solltet ihr einen weicheren Bleistift haben, lieber dann nochmal ein bisschen was vom Graphit wieder vom Papier wegnehmen, dass es euch nicht bei den hellen Farbtönen passiert, dass euch der Bleistift wirklich in die Buchstaben rein verschmiert. Also da könnt ihr auch nochmal vorsichtig drüber radieren. Und dann habe ich letztendlich meine Vorzeichnung gemacht. Die habe ich jetzt hier ja schon vorbereitet, damit ich dann hier keine. Nichts vergesse jetzt hier in der ganzen Aufregung mit diesem Livestream hier. Und wenn ich meine Farben aussuche, dann bastle ich mir immer so, suche mir die Farben erstmal mit einfach so Swatches raus und probiere das dann immer aus, wie will ich es kombinieren und notiere mir natürlich auch die Farbnummern daneben. Ich habe zum Glück ziemlich viele von den Tombow ABT Pros, damit ich dann auch weiß, welche ich wirklich verwendet habe. Und das ist jetzt mein Spicker für heute Abend. Und das war auch quasi das Farbkonzept, bevor ich meine Skizze koloriert habe. Also so sieht es dann bei mir aus. Da habe ich immer irgendwie so ein paar Schnipsel, mit denen ich dann spiele und ausprobiere, was ich wie kombinieren möchte. Also das liegt dann meistens auch bei mir noch auf dem Schreibtisch eine Zeit lang mit rum. Okay, ich hoffe, ihr habt euch jetzt, sofern ihr es noch nicht übertragen hattet, in der Zwischenzeit schon eure Vorzeichnung übertragen können und natürlich auch schon mal das Blending mit den APD Pros auf einem anderen Papier ausprobieren können. Ich nehme das jetzt hier mal raus, damit ich hier nicht schon wieder durcheinander komme.
Habe jetzt hier wieder das mit den Farbresten von den letzten Letterings hier unten drunter und würde jetzt einfach mit euch ganz gemütlich anfangen, das Ganze zu kolorieren. Gibt es denn bis hierhin schon Fragen? Ich frage jetzt hier mal meinen. Okay, also ihr scheint alle glücklich zu sein und voll vertieft. Das ist sehr gut. Das heißt, wir können jetzt hier einfach schön hier mit unserem Lettering starten. Ich mache jetzt mir erstmal meine zwei helleren Farben. Wir arbeiten uns einfach von oben nach unten durch. Die mache ich mir wieder auf, am besten neben dem Papier. Und dann fangen wir jetzt einfach mal mit unseren ersten 5 Buchstaben hier an. Ich mache es jetzt auch wirklich Buchstabe für Buchstabe, damit das Blending einfach viel leichter geht. Das heißt, ich mache wirklich einen nach dem anderen immer komplett fertig. Bei der ersten Schicht könnt ihr auf jeden Fall schön bis zum Rand gehen. So. Muss ich mich auch so ein bisschen, kann nicht immer gleichzeitig reden und malen, sonst wird es nicht ordentlich. So, das ist meine erste Schicht hier. Dann kommt die dunklere Farbe. Die setze ich jetzt hier unten an. Und lasse hier meine Flächen schön überlappen. Na, wenn es richtig feucht ist, muss man fast eigentlich gar nichts machen. Bei mir haben die sich schon verblendet, aber sicherheitshalber setze ich hier ein paar ganz leichte federnde Striche mit der helleren Farbe von dunkel nach hell rein. Wenn ihr sagt, okay, ihr wollt den Kontrast hier noch ein bisschen verstärken, könnt ihr hier unten auch noch mal ein bisschen was von dem dunkleren Farbton auch mit so federnden Strichen auftragen. Aber auch hier wieder dran denken, euren Sicherheitsabstand zur Linie, zur Vorzeichnung. Damit, falls dann doch zu viel Tinte sozusagen aufs Papier kommt, hier es kein Ausbluten gibt. Okay, dann machen wir einfach den nächsten Buchstaben. Also so können wir uns jetzt hier tatsächlich auf das Blenden schön konzentrieren. Hier liegt jetzt wirklich der Fokus eher auf dem Kolorieren bei diesem Graphic Lettering Stil. So, Farbe Nummer 1, jetzt kommt die Farbe Nummer 2. Hier versuche ich natürlich auch ordentlich bis zum Rand zu gehen. Meiner ersten Farbschicht insgesamt. Lasse die Farbflächen wieder schön überlappen mit so federnden Strichen. Schnapp mir wieder die hellere Farbe und bewege hier vorsichtig einfach von dunkel nach hell mich mit so ein paar feinen Strichen, um den Verlauf einfach auf dem Papier schön zu gestalten. Und da könnt ihr jetzt auch, wenn ihr sagt, okay, das hat euch hier gut gefallen, hier unten einfach auch nochmal ein bisschen was von der dunkleren Farbe einfach nochmal mit auftragen, dass wir die so ein bisschen intensiver noch auf dem Papier haben. So, und jetzt der nächste. Ich hoffe, ich bin nicht zu schnell. Sollte es euch zu schnell gehen, versucht nicht in so eine Hektik zu verfallen. Dann lasst lieber vielleicht dann noch einen Buchstaben frei und macht den dann im Nachhinein. Also lasst euch die Zeit, nicht, dass ihr dann irgendwie euch zu sehr beeilt und dann klappt irgendwas nicht. Ich finde, das passiert oft beim Lettern. Wenn man sich zu sehr beeilt, dann klappt es einfach nicht. Dann lasst lieber einen frei und macht den einfach danach in Ruhe nochmal. Aber so ist es eigentlich auch eine ganz schöne, entspannende Sache hier. Jetzt kommt wieder die erste Farbe, mit der ich einfach vorsichtig hier ein paar federnde Striche von dunkel nach hell setze. Und dann mache ich das, wie ich es hier vorne auch gemacht habe, der dunkleren Farbe hier unten auch noch mal ein bisschen mehr Farbauftrag, damit die einfach noch ein bisschen intensiver wird. Das finde ich jetzt ein ganz, ganz schöner Effekt. Hier unten das Komma kann man eigentlich auch gleich mit der dunkleren Farbe machen. Wenn ihr wollt, auch hier unten ein bisschen mehr Farbe auftragen, aber auch wieder vorsichtig sein. Nicht zu nah an die
an die Kante von eurer Bleistiftskizze hinkommen. Nicht, dass es dann vielleicht doch etwas ausblutet. Dann geht es jetzt hier wieder mit der helleren Farbe weiter. Ich weiß nicht, was das ist. Komisches kleines Tier. Das darf hier nicht im Livestream sein. Hat hier nichts verloren. So. Genau, hier ist ein bisschen mehr Fläche. Manchmal hat man das Gefühl, ach, da kommt irgendwie nicht so viel Tinte raus aus den Stiften. Das ist einfach so, man muss ein bisschen langsamer den Stift bewegen. Das ist eigentlich ganz angenehm, dass man, wenn man den Stift schnell bewegt, ein bisschen weniger Tintenfluss hat, was hervorragend vor allem fürs Blending ist. Wenn wir da mit den schnellen federnden Strichen arbeiten, haben wir eigentlich einen super schönen Farbverlauf schon von der einen Farbe und können uns das hier dann auch zunutze machen. Also das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, so, oh, da kommt nicht genug Tinte raus, dann seid ihr wahrscheinlich ein bisschen zu schnell unterwegs. Dann einfach nochmal ein bisschen langsamer das Ganze probieren. Dann sollte das auf jeden Fall funktionieren. Und zur Not könnt ihr, wenn irgendein Verlauf nicht funktioniert hat, das einfach nochmal wiederholen oder intensivieren, wenn es getrocknet ist, und nochmal eine Schicht einfach drüber legen. Das ist das Schöne bei den ABT Pros. Ihr könnt da wirklich einfach nochmal hergehen und nochmal einen Verlauf überarbeiten und da nochmal ein bisschen nachbessern. Und ihr seht jetzt auch hier, wir haben ein super streifenfreies Ergebnis letztendlich. Das finde ich eigentlich auch das Schöne an den Alkoholmarkern, dass wir einerseits streifenfrei kolorieren können und andererseits auch so leuchtende Farben einfach aufs Papier bringen können. Und wir fürs Blending tatsächlich nur die Stifte brauchen, also kein Wasser, wie es mit den normalen ABTs ist. Können wir hier einfach nur mit den Stiften selbst blenden. So, jetzt bin ich schon beim letzten Buchstaben. Ich hoffe, ihr seid ungefähr in ähnlichem Tempo unterwegs wie ich. Ansonsten könnt ihr auch mal reinschreiben, wenn es euch ein bisschen zu schnell geht. Aber letztendlich können wir hier jetzt auch nicht großartig... Ja, solltet ihr nicht so viel Zeit vergehen lassen von der ersten Farbschicht zur zweiten. Denn wenn die Farbe einfach noch leicht feucht ist, könnt ihr die Farben viel leichter aneinander verblenden. So. Ich mache jetzt hier unten gleich ein bisschen mehr noch von der Farbe. Und hier der Übergang ist eigentlich auch schon eigentlich fast perfekt. Ein paar Striche kommen noch drauf. So, jetzt habe ich hier die erste Farbkombination durch. Jetzt hier seht ihr, ist ein bisschen, wenn man genau hinschaut, ne, hat man hier so ein bisschen schlampig gearbeitet. Oder auch hier, aber das macht gar nichts, weil wir erstens eine Outline setzen und zweitens diese Fläche hier wird eh schwarz. Also von daher, wenn es auf der Seite ist, wo hier sozusagen der Schatten kommt, ist es eh egal, wenn da irgendwie ein kleiner Wackler drin ist. Das wird dann eh am Ende noch schwarz ausgemalt und da kann man dann sowas natürlich auch immer hervorragend verstecken. So, als nächstes kommt jetzt hier unser Brush Lettering Teil. Da brauchen wir die 373. Und hier ist es jetzt... das kommt aber so ein bisschen drauf an. Ich tue mich leichter, wenn ich jetzt hier so eine lange geschwungene Linie versuche, mal schauen, ob es jetzt klappt, in einem Schwung zu machen. Und dazu bewege ich aber meinen ganzen Arm. Also wenn ich mache es jetzt hier nochmal als Trockenübung, das ist auch nicht schlecht, um es auch schon mal so ins Gefühl zu kriegen, wie muss ich mich da bewegen. Und dann wirklich den ganzen Unterarm und das Handgelenk bewegen. Da gelingt es mir letztendlich immer besser, die Linien einheitlich hinzubekommen. Und ihr könnt euch auch das Papier, hier kurz ein bisschen rumräumen, wenn es euch leichter fällt, zum Beispiel das Papier auch leicht drehen, um diesen Schwung zu zeichnen. Das probiere ich jetzt auch einfach mal aus. Ich versuche jetzt hier nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam den Bogen zu machen.
Und ich versuche dann auch nicht rum auszubessern. Das ist jetzt zwar hier nicht ganz perfekt, aber ganz ehrlich, wir machen es mit der Hand. Das kann gar nicht ganz perfekt sein. Das heißt, ich lasse es dann am liebsten stehen, weil wenn ihr jetzt anfangt, hier auszubessern, wird man es auf jeden Fall sehen. Dann bin ich immer der Meinung, nee, dann lässt man es einfach so stehen. Das ist eine Linie, Punkt. Die steht so und wenn da ein kleiner Wackler drin ist, ist das auch völlig in Ordnung. Da machen wir gleich noch die zweite, weil man ja schon so ein bisschen in dem Schwung ist. Da muss ich mich auch kurz konzentrieren, deswegen konnte ich nichts sagen. Und jetzt kommen hier die zwei Wörter in dem Brush-Lettering-Stil. Also denkt dran, eure Aufstriche sind immer mit wenig Druck ausgeführt und die Abstriche mit mehr Druck. Das heißt, hier in dem A habe ich zum Beispiel in der Rundung einen Abstrich. Da drücke ich jetzt ein bisschen fester auf, gehe dann mit wenig Druck nach oben, habe so den ersten Bogen schon. Hier kommt wieder ein Abstrich. Die Verbindung zum N. Beim N starten wir auch mit einem Abstrich. Dann kommt hier, ich verknüpfe gerne hier unten meine Linien, damit ich wirklich einen schönen Schwung von unten raus habe. Gehe hier dünn nach oben und hier geht es wieder dicker nach unten. Jetzt bin ich ein bisschen breiter als meine Vorzeichnung, aber ich glaube, ich kriege es noch hin. Dann kommt hier wieder, ähnlich wie beim A vorne, in der Biegung der Abstrich und dann hier natürlich ein langer Abstrich nach unten mit der Verbindung zum nächsten Buchstaben oder als Ende vom Wort. Ich habe gerade eine Frage. Oh, die erste Frage. Was ist der Unterschied zwischen Blending und Anderen? Okay, also hier arbeiten wir mit Alkoholmarkern, das heißt, hier blenden wir nur die Stifte ineinander. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mit den ABTs, mit den ganz normalen Tombow Brush Pens schreibt, braucht ihr in der Regel Wasser, um die Farben auf dem Papier zu verblenden. Das ist einfach eine andere Technik letztendlich. Also so würde ich jetzt die Frage deuten. Das heißt, sollte die Frage doch anders gemeint sein, schreibt es gerne nochmal in den Chat. Aber ich denke, das ist einfach der Unterschied. Hier arbeiten wir einfach nur mit den Alkoholmarkern und mischen die ineinander. Und bei wasserbasierten Brush Pens brauchen wir eigentlich eben Wasser oder so ein bisschen so ein Aquarelleffekt, um die Farben auf dem Papier schön zu mischen. Und vor allem, wenn ihr mit Wasser arbeitet, müsst ihr auf Aquarellpapier gehen, das in der Regel auch ein bisschen rauer ist und sich dadurch nicht so leicht so ja, gerade und smooth Linien ziehen lassen. Okay, dann machen wir hier mal weiter mit dem The. Ich hoffe, die Frage ist jetzt soweit beantwortet. Ansonsten schreibt gerne nochmal in die Kommentare. Okay, hier starten wir beim T mit dem Abstrich. Beim H kommt hier auch direkt nochmal ein Abstrich. Und hier ähnlich wie beim N. Oh, das ist nicht schön geworden. Ähnlich wie beim N fange ich auch hier wieder unten an, damit ich hier einen schönen, schwungvollen Bogen bekomme. Dann mit Druck nach unten. Und dann kommt jetzt am Schluss noch das E. Das Köpfchen hier ist dünn und hier in der Biegung haben wir nochmal einen Abstrich. Also ist dünn. Nach der Kurve wird es dann dicker. Und hier wird es wieder dünn. Jetzt auch so ein bisschen. Da kann man nochmal tricksen. Die Ecke gleich kaschiert, perfekt. Und hier noch der Querstrich, den einfach so ein bisschen schwungvoll rüberziehen. Okay. Jetzt halt möchte ich hier nochmal ein bisschen dunkleren Bereich in meine Buchstaben unten einfügen. Da müssen wir jetzt vorsichtig sein, weil ja die Linien wirklich fein sind. Das heißt, hier wirklich auch versuchen, ein bisschen den Sicherheitsabstand einzuhalten, was jetzt bei so wirklich feinen Linien ein bisschen tricky ist. Und dann auch die Striche vorsichtig ausfedern lassen, damit sich dann hier ein schöner dunkel-hell oder hell-dunkel Farbverlauf ergibt. Das ist so einfach ein nettes Detail, finde ich, um auf die Schrift nochmal so einen kleinen Effekt draufzulegen. Und hier brauchen wir gar keine zweite Farbe, sondern wir legen hier nochmal eine zweite Farbschicht oben drauf, um das ein bisschen dunkler zu bekommen.
So, ich hoffe, das kann man gut erkennen, aber ich glaube schon, man sieht jetzt hier einen schönen Unterschied zwischen hier dem schon gestalteten Wort und dem einfach hingeschriebenen. Und ich finde, so kleine Effekte geben den Wörtern so viel, dass die nicht einfach nur so hingeschrieben ausgucken, sondern dass die tatsächlich hier einfach stehen sollen und gestaltet sind. Und ich finde immer, die bekommen dann so eine Daseinsberechtigung. Auch so ein bisschen verziert werden. Wenn am Schluss noch ein paar Effekte mit Bleistift hinzufügen, aber jetzt kommen erstmal nur die HBT Pro zum Einsatz. So. Damit wären wir hier auch fertig. Ich hoffe, ich bin nicht zu schnell. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin so zügig unterwegs, aber solange keiner kommentiert, Hilfe, mache ich jetzt einfach in dem Tempo weiter. Vor allem die Outlines brauchen am Ende auch immer noch mal ein bisschen Zeit. Die, finde ich, darf man auch nicht zu schnell machen, weil die verwackeln sonst so leicht. Jetzt bringe ich hier mal meine Stifte in die richtige Reihenfolge. Die erste Farbe oder die drei Farben, die wir für das Wort C brauchen, also für die obere Seite von den Buchstaben, das ist die 282. Dann kommt die 373 nochmal und die 403. Und dann machen wir hier von oben nach unten so einen Farbverlauf. Das ist jetzt nicht so wirklich hell-dunkel, aber es ist von eher so einem türkisen oder gelblicheren Türkis zu einem bläulicheren und gestalten hier die Vorderseite und die Rückseite gestalten wir auch wieder nur mit einer Farbe dann. Hier arbeite ich mich auch wieder Buchstabe für Buchstabe durch, öffne mir meine Stifte neben dem Papier, lasse die in den Kapseln ruhen, damit ich weiß, wo welche Farbe ist und habe die auch hier in meiner Hand in der richtigen Reihenfolge, damit ich da auch nicht durcheinander komme. Das checke ich jetzt nochmal. Okay, passt. Und fange jetzt hier einfach an, so wie wir es vorhin auch schon in der Trockenübung gemacht haben. Und gestalte jetzt mal den ersten Buchstaben. Ups, das war die Pflanze. Muss jetzt, glaube ich, mal etwas weichen hier. Genau, in der ersten Schicht könnt ihr wirklich wieder bis zur Kante von eurer Vorzeichnung gehen. Und da versuche ich, jetzt spicke ich mal kurz auf meiner Vorlage, da habe ich habe es wirklich so gedrittelt. Also versuche ich jetzt hier mal das erste Drittel mit der hellsten Farbe hier einfach zu kolorieren. Hier auch so ein bisschen ausfedernd die Striche auslaufen lassen. Das hier oben mache ich gleich fertig, damit ich hier sozusagen in einer Schicht meine Fläche hier schon schön habe. Dann kommt meine zweite Farbe. Hier lasse ich die Flächen wieder überlagern, die Farbflächen. Lasse die hier ausfedern, die Striche. Und bereite mir aber auch schon die untere Seite vor mit den ausfedernden Strichen. Das ist besser, finde ich, wenn man es gleich macht, weil man dann hier diesen Anknüpfungspunkt nicht sieht. Ich kann das nicht von dünn nach dick, nach dünn, deswegen setze ich die mal zusammen, wenn ihr es anders machen könnt, sehr gerne. Und hier brauchen wir jetzt dann, um hier das Blending zu machen, wieder die hellere Farbe und gehen hier mit federnden Strichen wieder von dunkel nach hell. Vielleicht auch nochmal von hell nach dunkel. Und dann erstmal lassen und gucken, ob das schon so ausreicht. Denn es dauert wirklich nochmal zwei, drei Momente, bis ich das, ich weiß nicht, ob ihr es wirklich so verfolgen könnt über die Kamera, aber ich sehe es, es hat jetzt, solange ich jetzt gesponnen habe, gebraucht und die haben sich eigentlich perfekt vermischt auf dem Papier. Also da muss man manchmal auch einfach ein bisschen geduldig sein und abwarten. Jetzt kommt meine dritte Farbe, die ich hier auch wieder mit den federnden Strichen überlagern lasse, mit der zweiten Farbe. Macht dann auch jetzt hier direkt die Form fertig. Da könnt ihr auch echt vorsichtig hier mit der Pinselspitze schön in die Ecken reingehen und kolorieren. Was ich immer versuche, ist, dass ich immer mit der Spitze eigentlich nach außen arbeite, weil dann sehe ich irgendwie die klare Kante. Gut, hier unten mache ich es jetzt nicht. Zu Hause würde ich vielleicht das Blatt drehen, aber hier, wenn ich ständig mein Papier drehe, wird es euch vielleicht schwindelig.
Deswegen mache ich das jetzt einfach mal so. Aber sonst dreht euch gerne immer euer Papier, wenn ihr euch dann leichter tut, die Formen auszumalen. Und jetzt kommt auch wieder die zweite Farbe mit federnden Strichen von dunkel nach hell und auch von hell nach dunkel. Hier brauchen wir es auf jeden Fall auch in die andere Richtung, damit wir hier einen schönen Farbübergang bekommen. Das heißt, hier auch wieder ein bisschen geduldig sein. Im ersten Moment sieht es für mich jetzt hier noch so ein bisschen uneben aus, aber ich lasse es, weil ich nehme an, es wird sich direkt auf dem Papier mischen. So, jetzt hier habe ich ein bisschen gepatzt und hier unten auch. Das kann ich wahrscheinlich ganz gut kaschieren. Außerdem kommt hier unten noch ein bisschen Blau von dem 3D-Effekt noch mit in unten Outline. Also das kann man eigentlich in der Regel ganz gut kaschieren. Hier habe ich auch ein bisschen rausgemalt, aber das macht nichts. So ist es halt einfach normal, wenn man was mit der Hand macht. Okay, und das macht natürlich auch den Charme aus, finde ich immer. Dass es nicht 1:1 genau das gleiche wird, wie mein Lettering, das ich schon für den Workshop vorbereitet habe. Okay, jetzt kommt der nächste Buchstabe. Hier fange ich jetzt auch wieder von oben an mit meiner ersten Farbe und lege hier die erste Farbschicht an. Lass hier schön meine Striche ausfedern, mache hier auch gleich oben mein E fertig. Und nehme mir dann meine zweite, lass hier wieder, da war ich ein bisschen zu schnell. Hier bei der ersten Schicht könnt ihr wirklich immer schön bis zur Kante gehen. Nehme mir dann meine zweite Farbe und überlagere hier wieder meine Farbflächen mit federnden Strichen. Und mache mir auch gleich bereites vor für meine dritte Farbe hier nach unten. Und so als Tipp, es ist immer einfacher, den Farbwechsel nicht bei so einem Querbalken zu machen. Das ist nochmal, da hat man so wenig Fläche dann, jetzt hier bei dem E-Balken zum Beispiel, wenn ihr hier drinnen das Blending machen müsst, das ist schon schwierig, also es geht schon, aber wenn es sich vermeiden lässt, vermeidet es. Das ist wirklich einfacher, dann einfach unterhalb den Verlauf zu machen. Okay, hier kommen wieder die federnden Striche von dunkel nach hell. Und vielleicht auch in die andere Richtung, je nachdem, wie ihr es vom Gefühl her habt. Ich glaube, ich habe jetzt hier ein bisschen länger gebraucht, deswegen habe ich es jetzt mal in beide Richtungen gemacht. Und nehme jetzt meine dritte Farbe und überlagere die hier unten. Auch wieder schön mit den federnden Strichen, dass ich hier eine schöne Überlagerung habe. Ich vollende das hier unten. Direkt vorsichtig erstmal mit der Spitze und dann fülle ich das einfach aus. Dann kommt die zweite Farbe und hier ein paar federnde Striche von dunkel nach hell und dann auch andersrum, von hell nach dunkel. Passt auf, dass ihr nicht so nah an den Rand kommt, dass hier, wenn man genau hinschaut, würde man jetzt sehen, dass da, weiß ich nicht, ein halber Millimeter frei ist. Erstens kommt noch eine Outline hin und zweitens wird man das auf keinen Fall sehen. Lieber ist hier so ein Minispalt, als dass es euch dann später ausblutet in die andere Farbfläche rein. Also das, wie gesagt, mit der Outline bleibt es, ist es wahrscheinlich überhaupt nicht mehr sichtbar. Okay. Dann kommt schon der letzte Buchstabe. Mal gucken, wie ich so in der Zeit bin. Ja, sieht da ganz gut aus. Da fängt die hellere Farbe als erstes an. Fange ich mit der helleren Farbe als erstes an. Lass die hier auch wieder nach unten ausfedern. Dann kommt meine zweite Farbe. Mache jetzt bewusst den Übergang hier vor dem oberhalb von dem Querbalken, weil das ein bisschen, also auch hier wieder knifflig ist. Deswegen mache ich den einfach einen Ticken weiter oben. Dann geht es auf jeden Fall viel einfacher. Und ich glaube, ich mache jetzt auch erst hier oben. Ich habe das Gefühl, hier ist so warm, da trocknen die Farben so schnell. Mache ich jetzt auch direkt hier den Übergang mit der helleren Farbe, mit den federnden Strichen. Zack. Und mache jetzt dann die andere Seite.
Also ich habe so das Gefühl, je wärmer es ist, desto schneller trocknet die Tinte. Dann kann man sich natürlich auch ein bisschen aufsplitten. So, wieder die erste Farbe und die federnden Striche von dunkel nach hell und auch andersrum. Und jetzt fehlt noch der mittlere Teil. Ich hoffe, das sieht man jetzt nicht, wenn man das anstückelt, aber normalerweise sollte das eigentlich auch ganz gut funktionieren. Sonst muss man am Schluss noch mal ein bisschen drüber gehen. Sollte man es zu sehr sehen. Ach, jetzt habe ich schon. Ja, das ist der Perfektionismus. Hier schon meine zweite Schicht wieder drauf. Ich muss mir nochmal ausbessern. Ich denke, das funktioniert so schon. Okay. Dann kommt jetzt die dritte Farbe. Da lasse ich hier auch wieder meine Flächen überlagern. So, dann mache ich jetzt hier auch direkt erstmal den Übergang auf der Seite fertig. Einmal in die eine Richtung und einmal in die andere, vorsichtig mit den leichten Strichen, und dann vermischt sich das hier unten. Dann nehme ich wieder meine dritte Farbe und fülle hier die zweite Hälfte vom A aus. Ach, jetzt ist das. Entschuldigung, da ist ein Fussel an der Spitze, das kann ich gar nicht leiden. Lässt sich nicht vermeiden, dass ich bunte Finger kriege. So. Jetzt habe ich meine Farben durcheinander gebracht. Okay, die Mitte ist die 373. Okay. Hier die federnden Striche einmal von dunkel nach hell und einmal von hell nach dunkel. Und dann haben wir unser Blending für die Vorderseite vom Wort C schon fertig. So, jetzt kommt, also was mir auch aufgefallen ist, man muss hier wirklich manchmal fest zudrücken, dass die wirklich einrasten, die Kappen. Ich habe es schon geschafft, ein Stück nicht ganz so zu machen, das ist mir dann leider eingetrocknet. Also da immer noch mal checken, wenn ihr fertig seid mit Blättern, ob alle Stifte wirklich gut zu sind. Genau, jetzt brauchen wir die letzte Farbe. Falsch. Die 401. Mit der kolorieren wir jetzt die Blocks. Und zwar versuche ich jetzt, wie soll ich das jetzt erklären? Ich habe hier zum Beispiel Unterseiten, hier diese Fläche zum Beispiel, dieses was ist das? Parallelogramm, wenn man es genau nimmt. Also diese Fläche hier und die Flächen hier zum Beispiel, das sind ja so Unterseiten. Und die versuche ich jetzt ein bisschen intensiver mit der Farbe zu kolorieren, um so ein bisschen hier noch Tiefe mit reinzubringen. Aber das unterstützen wir dann auch noch mit einer leichten Bleistiftschriftur. Also das heißt, ihr könnt jetzt zum Beispiel entweder erstmal nur diese Fläche machen und dann da so zwei, dreimal drüber gehen. Aber auch hier vorsichtig sein, nicht zu viel, nicht zu nah an den Rand gehen, damit euch die Farbe nicht ausblutet. Weil hier ist es jetzt so, da haben wir jetzt keinen Puffer mehr. Nur noch unsere dünne Outline. Bei mir sieht man jetzt, um ehrlich zu sein, keinen so großen Unterschied. Vielleicht muss man das dann einfach, wenn es getrocknet ist, nochmal ein bisschen wiederholen. Gehe ich hier einfach mal weiter und fülle hier überall meine 3D-Buchstaben aus. Einfach, das ist eigentlich wie ausmalen erstmal. Der schwierige Part oder der, ich sag mal, Part, der wirklich Geduld erfordert, der kommt dann am Schluss. Das sind nämlich die Outlines. Also ich finde, man braucht dann schon eine Outline, so ist mir die Kante letztendlich dann doch überall ein bisschen zu unscharf. Wenn ihr sagt, nö, euch gefällt es so, könnt ihr es natürlich auch so lassen, aber ich mache auf jeden Fall meine Outlines mit rein. So, jetzt kann man nochmal probieren, hier ein bisschen mehr Farbe aufzutragen, also mit Sicherheitsabstand, um hier ein bisschen diesen 3D-Effekt rauszuarbeiten, und hier oben in der Kurve ist ja auch, wenn ich es mir vorstelle, wirklich als 3D-Buchstabe auch die dunkelste Stelle. Da kann man auch noch mal ein bisschen auftragen. Und hier unten in der Kurve würde theoretisch wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Licht hinfallen.
Da könnte man noch ein bisschen was einarbeiten. Und hier unten vielleicht in der Ecke. Da würde wahrscheinlich auch nicht so viel Licht hinkommen, wenn der beleuchtet werden würde. Und so kann man schon den 3D-Effekt noch mal ein bisschen besser rausarbeiten. Das Ganze machen wir jetzt bei den anderen zwei Buchstaben auch noch. Also das heißt, ihr könntet theoretisch erstmal alles ausmalen und also euch nicht so stark an den Flächen jetzt orientieren, also an den einzelnen Segmenten orientieren, und das dann danach ausarbeiten. Vielleicht macht es eher Sinn, wenn wir erstmal alles einmal ausfüllen und dann die dunkleren Flächen einfach am Schluss, wenn es ein bisschen angetrocknet ist, nochmal wiederholen. So wie wir es jetzt hier beim ersten eigentlich auch gemacht haben. Funktioniert wahrscheinlich einfach besser. Das finde ich auch immer wichtig, dass man auch einfach mal verschiedene Sachen ausprobiert. Und zwar beim ersten Mal nicht geklappt hat, vielleicht einfach in einer anderen Reihenfolge oder irgendwie eine Variation ausprobieren und dann kann es sein, dass das schon zum Beispiel die Lösung ist. Oder auch einfach ein bisschen experimentierfreudig sein. Ich finde, das ist immer voll wichtig, wenn man was Neues ausprobiert, dann da auch einfach verschiedene Sachen auszuprobieren und zu improvisieren, so wie ich es gerade auch gemacht habe. Okay, also dann die dunkleren Flächen sind einmal, ist einmal, ich drehe es mal wieder gerade hin, ist hier diese Fläche. Da können wir jetzt hier einfach ein bisschen nochmal Farbe aufbringen. Das gilt natürlich dann auch hier für die Fläche. Und die ganz unten hier auch. Die kann man auch ein bisschen dunkler machen. Müsst ihr nicht komplett ausmalen, ihr könnt auch nur so ein Teil machen, dass man sagt, okay, man hat hier immer in der Ecke die dunkelste Stelle, kann man auch machen. Könnt ihr einfach ein bisschen ausprobieren, was euch auch gefällt. Okay, beim A machen wir es auch so, dass wir erstmal alles einmal mit dem hellen Blau ausmalen. Ich drehe mir tatsächlich immer so ein bisschen das Papier und so waagrechte Linien kann ich leichter machen, wenn ich meine Hand ein bisschen nach unten nehme. Da solltet ihr auf jeden Fall auch ausprobieren, ob ihr andere Handhaltungen braucht, um da genauer zu zeichnen. Vor allem bei den Outlines muss ich mein Papier auch dann nachher drehen. Sonst kriege ich das nicht ordentlich hin. Jetzt haben wir dann beim A. Jetzt sind wir beim A eigentlich auch gleich fertig. Jetzt brauchen wir noch die dunkleren Flächen. Das ist einmal hier unten. Und hier. Also ihr könnt euch wirklich vorstellen, als ob so von hier oben so Licht drauf scheint und euch dann überlegen, wo es vielleicht ein bisschen dunkler ist. Das wäre hier vielleicht noch. Und hier unten natürlich auch. Das Frankenzwerge schreibt, sehr cool machen. Keine Freunde werden. Oh nein, hast du. Aber irgendwann will ich es nochmal versuchen. Ich Okay. habe ja noch einen Tipp für Sie. Hast du das richtige Papier? Weil ich habe am Anfang auch gedacht, okay, Markerpapier ist bestimmt genau das richtige Papier für Alkoholmarker. Aber ich finde, darauf lassen sich die Farben wirklich nicht so gut verblenden wie auf dem Bristol-Papier. Also das wäre noch so ein heißer Tipp. Und ja, und ich finde auch, man darf nicht zu fest aufdrücken. Also ich habe wirklich, eigentlich wenn ich kann ja noch mal hier das nehmen. Ich habe wirklich, wenn ich jetzt hier koloriere und das Blending mache, eigentlich immer nur, ja, vielleicht das erste Fünftel von dieser Brushspitze im Einsatz und mache eigentlich die ganze Zeit nur solche feinen, federnden Striche. Also ich drücke da nicht so auf.
Okay, es ist nicht durchgegangen, Glück gehabt. sondern es sind wirklich die ganze Zeit nur ganz leichte federnde Striche. So habe ich viel besser Kontrolle und habe natürlich auch so ein bisschen besser Kontrolle letztendlich, wie viel Farbe ich aufs Papier bringe. Weil wenn ich wirklich fest aufdrücke, das sieht man ja, glaube ich, schon an der Intensität der Farbe, habe ich hier wirklich gleich eine richtig fette Linie mit einer starken Kante, die ich kaum mehr kaschieren kann. Wenn du aber hier mit so franzigen Strichen arbeitest, verlieren sich die letztendlich auch, wenn du blendest, weil man die harte Kante sieht man viel klarer, als wenn hier so ein paar feine Federstriche noch zu sehen sind. Also das wäre auch noch so ein Tipp, dass du einfach nochmal wirklich überprüfst, wie fest du ausgedrückt hast, dass du wirklich erstmal nur mit ganz leichten Strichen arbeitest, um dich dann letztendlich nochmal ranzutasten. Und wichtig ist auch, dass du, also es gibt Farben, die lassen sich einfach nicht verblenden. Also oder sehr, sehr schwer. Dass wenn du jetzt nicht exakt die gleichen Farben hast, dass du dir vielleicht nochmal einfach eine andere Farbkombination aussuchst und mit denen das einfach nochmal probierst. Denn es gibt, wie gesagt, Farben, die funktionieren einfach nicht gut zum Blenden. Manche gehen super easy, wie jetzt zum Beispiel diese zwei hellen Korallfarben da, die gehen, da muss man fast gar nichts mehr machen. Also das könnte auch an der Farbkombination liegen. Ich hoffe, du gibst es nicht gleich auf, denn ich liebe es und mache es total gerne. Deswegen probier es nochmal. Gib ihm nochmal eine Chance mit vielleicht einem anderen Papier oder anderen Farben und probier es einfach nochmal. Okay, dann bin ich jetzt letztendlich mit den ABT-Pros durch. Und jetzt kommt sozusagen der Geduldteil. Die Bubbles machen wir ganz zum Schluss, würde ich sagen. Die sind nochmal so eine kleine Belohnung. Jetzt kommt der Geduldteil und zwar die Outlines. Ich habe jetzt, ich hole jetzt mal mein erstes Lettering. Ihr seht jetzt, hier habe ich mit dickeren Outlines gearbeitet. Und die sind auf jeden Fall mit dem Futenoske entstanden. Ich nehme ganz gerne den weicheren, weil ich mit dem einfach ein bisschen besser umgehen kann. Aber den gibt es ja auch noch mit einer bisschen festeren Spitze. Das müsst ihr einfach mal ausprobieren, welcher euch da besser einfach von der Hand geht. Und hier unten habe ich die Linien auch mit dem Futenoske gemacht. Aber das war ganz schön tricky, weil ich hier wirklich versucht habe, nur in einer Linienstärke zu arbeiten. Aber ich finde, es geht einfacher, trotzdem mit dem Futenoske die zu machen, weil ich nicht so oft hin und her fahren muss, wenn ich es jetzt mit einem dünnen Fineliner machen würde. Was ich aber auch immer griffbereit habe, ist trotzdem ein Fineliner, um so ganz feine Stellen dann am Schluss nochmal auszubessern. Weil mit dem Futenoske auszubessern, sieht man meistens. Also ja, ich mache es einfach einmal mit dem und dann überall, wo es mir nicht gefällt, gehe ich mit dem Mono-Drawing-Pen drüber und korrigiere nochmal die Stellen. Aber auch hier sei gesagt, nicht zu viel rum ausbessern, weil meistens sieht man es dann halt doch mehr. Was ich jetzt mache, ich nehme jetzt den Block unten drunter weg, damit ich hier auf keinen Fall eine Blattkante habe, die mich stört beim Linienziehen. Das ist schon mal wichtig, dass man hier einfach schön arbeiten kann. Und ich versuche auch, meine Outlines mehr oder weniger in einem Zug zu machen. Das heißt, von Ecke bis Ecke versuche ich es in einem Zug zu ziehen. Jetzt schauen wir mal, wie das so beim Vorführeffekt funktioniert. Das wisst ihr ja selber, wenn jemand einem genau auf die Finger guckt. Also ich versuche mir immer, ich suche mir Anfangspunkte und ziehe dann immer in einem bis zu dem nächsten Ansatzpunkt. Und dreht euch ruhig euer Papier, wenn ihr da besser hinkommt, und zieht die Linien einfach in einem durch. Immer bis zu dem nächsten möglichen Punkt. Okay, beim O, da muss man irgendwo mal ansetzen, das ist klar. Aber trotzdem eigentlich lieber länger ziehen als zu oft anstückeln. Bei den Linien hier, wo ihr eure Vorzeichnung, hier haben wir noch den Schatten, da müsst ihr euch eigentlich nur auf die innere Kante so richtig konzentrieren erstmal, weil das alles hier wird ja noch schwarz ausgefüllt. Das heißt, wenn es hier ein bisschen wackelig ist, sieht man dann nicht. Also überall hier ist so ein bisschen Entspannung angesagt. Das heißt, man kann sich hier an den Seiten so ein bisschen warm machen mit den Outlines.
Also hier ist es schon mal verwackelt, aber das macht nichts, wie gesagt, weil wir hier, das wird eh schwarz ausgemalt. Und jetzt drehe ich leider mein Papier immer so ein bisschen. Ich hoffe, ihr bekommt kein, ich würde nicht schwindelig, aber sonst kann ich die auch nicht richtig ziehen. So. Und hier ist es auch so, da muss ich mich auch ein bisschen mehr konzentrieren. Und kann nicht die ganze Zeit dabei reden. genau. Okay, dann mache ich jetzt auch gleich noch hier die, den Schatten noch mit dazu. Jetzt habe ich ein bisschen gewackelt, Entschuldigung. Das Ausfüllen, das könnt ihr entweder am Schluss machen oder gleich, je nachdem. Ich finde immer, wenn man gerade in so einem Modus ist, wirklich langsam saubere Linien zu ziehen, sollte man da, also habe ich die Erfahrung gemacht, tue ich mich leichter, wenn ich dabei bleibe. Das heißt, ich mache jetzt erstmal alle Outlines, hier oben zumindest, und dann fülle ich erst die Flächen aus, weil hier dann wieder ja, größere Bewegungen dann notwendig sind. Hier jetzt beim O. Auch so ein bisschen fies, weil die natürlich leicht gebogen ist. Nice. Okay. Und sowas hier unten bessere ich dann am Schluss lieber mit dem Fineliner aus, dass ich hier meine Linie nochmal, wenn man es dann tatsächlich noch sehen würde, wenn die schwarze Fläche hier gefüllt ist, dass die dann hier gleichmäßig ist. Wenn ich jetzt mit dem Fotonoske hingehe, wird man das sehen, weil da einfach mehr Tinte rauskommt. Da sieht man sofort, dass ich da was ausgebessert habe. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal und schaue mir das am Schluss an, ob ich da jetzt nochmal hin muss oder nicht. Okay, das habe ich auch nicht in einem nach unten geschafft, aber es macht ja nichts. Ich glaube, hier muss ich es auch nochmal, sorry, ganz umdrehen. So Rundungen lassen sich natürlich leichter. Von der Handbewegung her so rum machen, weil das natürlich der Bewegung der Hand mehr schmeichelt. Das heißt, ihr könnt bei Rundungen euer Papier tatsächlich noch mehr oder öfter drehen. Ach ja, ich habe bewusst die zwei ausgelassen, weil ich wollte zuerst die Outline hier von dem O machen, damit ich hier auf den, damit ich nicht zu weit reinmale, jetzt so zum Beispiel für diese Hintergrundfläche. So weiß ich jetzt genau, wie weit ich die Linie ziehen muss. Nicht, dass ich dann meine Outline hier so ein bisschen anders setze und dann sieht man zum Beispiel den Anknüpfungspunkt. Deswegen habe ich die jetzt mit Absicht noch nicht gemacht und mache die jetzt erst, weil jetzt schon die Outline vom O steht. Okay, das gleiche gilt jetzt hier auch hier unten beim O. Das heißt, ich mache erst das O und ziehe dann hier diese Schattenform oben und unten vom O. So. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen hattet. Ich habe hier so ein bisschen rausgemalt gehabt mit meinem Koralton hier. Da habe ich jetzt einfach meine Outline drüber gesetzt und dann sieht man es nicht mehr hier. Wenn man ganz genau mit der Lupe hinschaut, wird man es hier vielleicht noch sehen. Aber das tut kein Mensch aus dieser Distanz, sich das anschauen. Und wenn das tut, dann sieht das halt dann einfach so. Da muss man gegen seinen inneren Perfektionismus ein bisschen ankämpfen. Und es dann einfach auch mal gut sein lassen. Das hat, wie gesagt, mit der Hand gemacht. So, jetzt können wir das beim O ergänzen. Die Bewegung hier oben nicht vergessen, sonst fehlt nämlich was beim O nachher. Hier gehe ich jetzt auch nochmal so hin. Dann mache ich jetzt erst das vom Komma noch. Und dann hier die Schatten. So.
wir die hier noch ergänzen. Und ich finde, es sieht dann immer, wenn man dann das dann noch ausgemalt hat, wie Tag und Nacht aus, der Unterschied. Die Outlines machen so viel aus und ihr könnt halt einfach die Buchstaben auch noch ein bisschen präziser gestalten, beziehungsweise denen einfach klare Kanten geben. Wenn ihr jetzt das hier oben mit hier unten vergleicht, beziehungsweise wenn das hier oben fertig ist mit unten, das hier sieht halt so ein bisschen unsauber, finde ich, immer aus. Und mit der Outline ist es dann halt einfach abgeschlossen, abgerundet. Okay, dann kommt das M. Hier versuche ich jetzt auch immer möglichst lange Striche in einem zu machen. Aber das ist auch so ein bisschen Übungssache oder Geschmackssache, je nachdem, was euch einfach leichter fällt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die einfach ordentlicher aussehen, wenn ich die versuche, in einem zu ziehen. Hier oben geht es jetzt irgendwie nicht. Aber das kann man hier wieder schön in einem Zug machen. Ich habe schon ein paar Fragen bekommen, wie ich meine Outlines so hinbekomme. Das ist wahrscheinlich der Trick, dass ich versuche, so lang wie möglich an einem Stück die Linie zu ziehen. Und natürlich Übung und auch Geduld. Also man darf auch nicht zu schnell werden. Sonst wird es nichts. So, dann kommen wir jetzt hier beim M zumindest die erste Hälfte von den Schatten noch machen gleich. Der geht auch schon. Oh, da muss ich auch umdrehen. Also bei solchen Sachen, wo ihr euch echt schwer tut, dreht das Blatt so um, dass die Stiftspitze nach außen guckt, also zur Kante hin. Dann könnt ihr es viel besser kontrollieren, weil ihr dann eben mit der präzisen Spitze hier die Outline zieht und nicht mit der, ich sag mal, unpräzisen, bisschen leicht oder leicht abgeknickten Spitze. Okay, den letzten lasse ich jetzt erstmal weg, weil ich auch hier wieder erstmal das vom E noch ziehen möchte, damit ich sehen kann, bis wo genau meine Outline geht und ich hier dann keinen schwarzen Strich in meiner Füllung drin habe. Auch hier die senkrechten Linien am besten zum Körper hin. Und für die, sind nicht richtig waagrecht, aber hier drehe ich mir meinen Platz, habt ihr jetzt gerade gesehen, die senkrechten habe ich so zu mir hingezogen. Und die waagrechten, da lege ich mir das Papier so hin, wie ich gut hier meinen Schwung ausführen kann. Das finde ich ist auch ganz wichtig bei Outlines, dass man da sein Papier bewegt. Da wird vielleicht dem Zuschauer also ein bisschen schwindelig, aber es geht viel besser. So. Okay, jetzt können wir das beim M noch hinzufügen. Und dann hier beim E. Muss man jetzt auf den Kopf drehen. So, also hier hatte ich jetzt auch das Gefühl, ich muss mit der Spitze nach außen arbeiten, weil die so ein bisschen komplizierter ist, die Form. So, fertig. Jetzt könnt ihr die Flächen ausfüllen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob es getrocknet ist und nicht irgendwas verschmiert, könnt ihr auch einfach ein Papier drüber legen. Ich habe jetzt auch ein bisschen feuchte Hände, weil es hier doch gefühlt 50 Grad hat. Deswegen mache ich das jetzt auch mal, nicht, dass dann irgendwie da irgendwas passiert. Aber normal sind die ja dann wasserfest eigentlich, die Putenoske, aber better be safe. Und das Coole ist halt jetzt, mit dem Fodenoske lassen sich die Flächen halt super easy kolorieren oder ausfüllen,
weil ihr einfach, wenn ihr ein bisschen fester aufdrückt, direkt dickere Linien bekommt. Das finde ich eigentlich immer ganz cool. Ich muss da gar nicht den Stift wechseln, sondern kann hier direkt mit dem gleichen Schwarz, was ihr manchmal bei unterschiedlichen schwarzen Stiften nicht immer genau die gleiche Farbe ist oder nicht Farbe, kann ich hier einfach dann ausfüllen und ohne mir jetzt einen abzutun, mit einem Feinliner die Flächen auszumalen. Und man sieht es jetzt schon, finde ich, mit der Outline und dem schwarzen Schatten hat man gleich nochmal viel mehr Tiefe im Lettering. Und so eine Ecke hier, die würde ich dann am Schluss eben mit dem Feinliner noch ausbessern. Lieber nicht mit dem Pudelnoske. Gibt es denn in der Zwischenzeit noch Fragen? Oder sind alle in Outline-Malen Ja, vertieft? es kam noch eine Anmerkung oder jemand, der leider aufgeben muss, weil sie es auf Duplo-Papier hat. Also mit Farbe hast du Wie heißt das? also man kann Duplo-Papier. Und das hat wohl leider nicht funktioniert. Oh. Jetzt müssen wir nochmal neu anfangen. Vielleicht kannst du nochmal was zu dem Papier sagen, nutzt ja das Papier. Ja, also ich verwende das Bristol-Papier. Ich habe auch andere Bristol-Papiere ausprobiert. Kann ich ja hier offiziell sagen. Aber ich bin der Meinung, das Beste ist wirklich das von Tombow. Der Verlauf, also es lassen sich erstens die Farben gut ineinander verblenden und die Farben bluten nicht ganz so krass durch und sie verlaufen vor allem auch nicht so krass. Also ich hatte andere Bristol-Papiere im Einsatz, bevor ich das von Tombow hatte. Und da sind die unheimlich ausgeblutet in die Papierstruktur, wenn ich ein Color Blending gemacht habe. Also das ist dann auch nochmal, dass wirklich das Papier beeinflusst das Fließverhalten und ob sich die Farben wirklich auch gut mischen lassen. Das ist auf jeden Fall, also das denkt man immer gar nicht, aber es ist eigentlich egal, welche Technik man macht. Das Papier ist mindestens genauso wichtig wie gute Stifte. Also, das muss eigentlich immer eine Kombination sein, die gut zusammenpasst. Also, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Also, da ist nicht jedes Bristol-Papier gleich, sondern die sind alle immer ein bisschen anders produziert vielleicht. Und da lohnt sich es immer, wenn irgendwas nicht funktioniert, auch nochmal ein anderes Papier zu testen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es auch am Papier liegt und nicht nur an dem Können, also an dir selbst, die ist auch immer sehr gegeben. Also ich habe wirklich die besten Erfahrungen im Zusammenhang mit den Alkoholmarkern jetzt mit dem Bristol-Papier von Tombow gemacht. Ich habe es natürlich auch auf dem Markerpapier von Tombow ausprobiert, aber ich finde, da lassen sich die einfach nicht so gut blenden und ich finde, es ist schneller ja, gesättigt mit der Tinte irgendwie. Ich weiß auch nicht. Also mein Favorit ist auf jeden Fall das Bristol. Genau. So, jetzt kommt nochmal mein Feinliner zum Einsatz für ein bisschen Perfektionismus, zum Beispiel hier. Da kann man solche kleinen Ecken nochmal korrigieren, aber ich glaube, da vertiefe ich mich jetzt nicht so sehr. Sowas, da kann man noch machen. Aber wie gesagt, auch nicht so viel ausbessern. Das kann auch manchmal einfach so ein Verschlimmbessern dann werden. Und dann lieber einfach lassen und damit zufrieden sein, was man da geschafft hat. So, jetzt kommt der schwierigere Teil. Also wenn ihr einen dickeren, ich habe jetzt hier nur den 01er Mono Drawing Pen. Wenn ihr den 05er habt, könnt ihr mit dem auch versuchen, Entschuldigung, hier die Outlines zu machen. Ich werde es jetzt hier mit einem Fotonoske machen, genauso wie meiner Vorlage. Die werden halt nicht ganz so perfekt, weil der natürlich ein bisschen nachgibt, je fester ich aufdrücke. Aber ich habe auf jeden Fall gleich eine schöne Linienstärke. Da muss man halt aufpassen, dass man da nicht zu sehr den Druck variiert. Und da kann man jetzt zum Beispiel, hier habe ich hier mit der dunkleren Farbe so ein bisschen drüber gemalt. Da kann ich jetzt versuchen, meine Outline über die dunklere Fläche drüber zu setzen, um das ein bisschen zu kaschieren. Also dafür sind die Outlines auch immer gut.
Und dann solche kleinen, das ist zwar nicht viel, was man kaschieren kann, aber manchmal ist ein, weiß ich nicht, ein Millimeter auch schon viel und verändert den Look von den Buchstaben deutlich. Oder sonst, wenn irgendwo man mal aus Versehen rausgemalt hat, kann man das dann auch immer ganz schön verstecken. So. Jetzt habe ich mein Blatt nicht aufgehoben gehabt, jetzt hat es eine Delle bekommen. Aber gut, so ist es nun mal. Aber das S ist auch der gemeinste Buchstabe, glaube ich, mit seinen ganzen Krümmungen und Biegungen. Ich glaube, das ist auch nicht unbedingt nur bei den 3D-Buchstaben ein schwieriger Buchstabe. Ich kenne es auch aus dem Brush-Lettering-Bereich. Da haben auch viele das Problem einfach mit dem S. So. So, jetzt schauen wir mal, das kann man immer kaschieren, aber das ist halt einfach so. So, jetzt haben wir gleich den schwierigsten Buchstaben geschafft. Zack. Und die anderen sind jetzt, glaube ich, nicht ganz so schwer, weil wir nur mehr oder weniger waagrechte und senkrechte Linien haben. Da mache ich jetzt auch erst alle senkrechten zuerst und drehe mir dann mein Blatt entsprechend hin. Und dann mache ich jetzt die. Ach, da habe ich eins vergessen. Hier muss ich mich leider auch ein bisschen konzentrieren und kann nicht so viel reden. Aber ihr seid ja sicherlich auch hier vertieft in eure Outlines. Und dreht euch wirklich immer das Papier so hin, dass ihr wirklich gut die und angenehm die, die Linien ziehen könnt. Wenn man das jetzt als Zeitraffer-Video zeigen würde, würde es wahrscheinlich etwas seltsam aussehen. Aber das tun wir ja nicht. Sondern ihr solltet ja sehen, wie man wirklich gut die Outlines hinbekommt. Da wäre ich echt immer wieder gefragt. Und das ist auch mit dem Trick. Legt euch das Papier so hin, dass ihr wirklich gut die Linien ziehen könnt. Und jetzt drehe ich es mir auch, um die andere Hälfte vom A zu machen. Das geht einfach besser. Wir fügen jetzt dann am Schluss noch ein paar Effekte nur mit dem Bleistift hinzu, weil da kann man eigentlich auch noch ein paar schöne Effekte mit reinschraffieren. Das zeige ich euch gleich noch. Wenn ihr aber sagt, nö, ich bin jetzt fertig, dann ist natürlich auch gut. Aber so, man sieht es zwar nicht richtig massiv, aber ich finde, damit kann man immer nochmal so einen leichten Effekt mit drauflegen und dem Ganzen noch ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Und letztendlich, wenn es euch dann doch nicht gefällt, könnt ihr es auch, wenn ihr einen guten Radiergummi habt, also zum Beispiel den hier,
Ich liebe den, ja. Weil er so schön weich ist und das Papier nicht angreift. Könnt ihr auch vorsichtig das, was ihr reinschraffiert habt, wenn alles getrocknet ist, einfach auch wieder wegradieren. Wenn es euch dann doch nicht gefällt. Geht auch. Okay, so, geschafft. Den schwierigsten Part haben wir jetzt. Jetzt fügen wir nämlich noch mit dem Bleistift ein paar Schatteneffekte hinzu. Einmal bei dem Ende. Ich nehme jetzt bewusst nicht den Fineliner, weil mir da der Kontrast einfach zu hart ist. Und zur Not könnt ihr nämlich auch, wenn ihr es mit dem Bleistift gemacht habt, auch nochmal korrigieren. Also ich stelle mir jetzt vor, meine Lichtquelle kommt hier von links oben, so wie es auch für hier und für unten für die Perspektive der Fall ist, und setzt dann da, wo ein Schatten fallen würde, eine Linie mit hin. Und lasse hier so ein bisschen Abstand. Und dann zur Not, falls was verwackelt, kann man es dann nochmal radieren. Ich habe die jetzt halt bewusst am Schluss gemacht, weil ich ja wusste, ich drehe jetzt hier mein Papier für die Blocks noch und arbeite da mit allen möglichen Handpositionen, damit mir es dann nicht passiert, dass ich den Bleistift verschmiere. Deswegen setze ich den jetzt ganz zum Schluss. So, na hier in. Da ist irgendwie kein Platz mehr, das passt auch. Das ist mal das eine. Also wir haben hier von links oben das Licht und haben überall rechts unten dann die Linien. Und wir können jetzt hier das, was wir versucht haben, mit dem Hellblau ein bisschen darzustellen, das nochmal ein bisschen unterstützen mit einer leichten Schraffur. Das habe ich hier auch schon gemacht. Und zwar habe ich das hier einfach so ein bisschen anschraffiert und dann auslaufen lassen, um hier die Räumlichkeit nochmal so ein bisschen zu unterstreichen. Das heißt, ich bin hierher gegangen und habe hier so ein paar Striche gesetzt und die dann auslaufen lassen. Also hier ein bisschen intensiver und hier einfach nach vorne hin auslaufend und dann hier auch intensiver und dann ein bisschen auslaufend und hier unten auch. Und hier unten auch haben wir es ja auch gemacht, versucht es ein bisschen dunkler zu machen und das unterstützt jetzt einfach den Effekt nochmal. Also wenn ihr sagt, nö, das reicht mir so, das gefällt mir so, dann lasst das mit Bleistift weg, aber ich finde, das ist eigentlich nochmal so ein ganz netter, nicht super auftragender Effekt. Einfach nochmal ein kleines Detail, dass wir hier in die Buchstaben mit einfügen. Also ich habe jetzt hier immer die Unterseiten vom E genommen, hier im A fällt ja auch wenig Licht hin und dann jetzt auch hier noch die zwei unteren Flächen sozusagen. Und damit können wir einfach diesen 3D-Effekt nochmal so ein bisschen einfach herausstellen. Zum Schluss kommen jetzt noch die kleinen Blubberbläschen oder Wassertropfen, je nachdem, was es für euch sind. Hier habe ich tatsächlich einfach versucht, die Glanzpunkte freizulassen. Ihr müsst ein bisschen vorsichtig arbeiten mit der Pinselspitze. Ihr könnt es nochmal einmal ausprobieren, weil hier dürft ihr auch nicht so fest aufdrücken. Und ich habe es dann so gemacht, ich habe hier einfach meinen Halbkreis eingezeichnet und nur die untere Hälfte dann koloriert, sodass ich sicher bin, dass ich überall hier meinen weißen Glanzpunkt habe. Und die sind auch alle links oben, weil ja allgemein für das Lettering hier das Licht von links oben kommt. Und ich habe sie mir jetzt vorgezeichnet, damit ich keinen Fehler mache. Ihr könnt jetzt einfach frei Schnauze noch drumherum verteilen oder wenn ihr es auch vorgezeichnet habt, könnt ihr die natürlich jetzt auch einfach noch kolorieren. Vielleicht wieder was drunterlegen. Ich weiß nicht, ob das dann eventuell doch verschmiert. Dass es jetzt nicht mit dem finalen Schliff sozusagen dann noch irgendwas draufkommt aufs Lettering. Ich mache mir auch bunte Finger oder so. Genau, und ich lasse einfach immer gleich diese Sichel frei und habe dann hier einen schönen Lichtreflex auf den Bubbles.
Da oben ist noch einer. Und sollte euch da mal einer nicht so gut gelingen, gibt es ja immer noch Acrylstifte oder weiße andere Stifte, mit denen ihr zur Not das nochmal kaschieren könnt. Aber ich finde, es klappt so eigentlich ganz gut. Wenn man sich es vornimmt, geht's. Muss nur immer dran denken, dass man das direkt einfach freilässt. Und bei den ganz kleinen. Naja, ist ein bisschen tricky. So, ich freue mich jetzt dann auch auf ein sprudelndes Kaltgetränk, wenn wir hier fertig sind. Aber wichtig ist, dass man am Schluss trotzdem genauso konzentriert und nicht so schnell arbeitet. Oder das Rudeln, ich glaube, das sagt man nur so in Franken, ich weiß es nicht, anfängt, weil wenn man dann am Ende, weil man sich beeilt oder ganz schnell fertig werden will, irgendwas verkleckst oder irgendwo aus Versehen noch ein Strichchen macht, ärgert man sich, glaube ich, umso mehr. Ansonsten kann man ja sowas dann auch einfach nochmal lassen und dann am nächsten Tag machen, wenn man einfach dringend ein Kaltgetränk jetzt braucht. Ich mache es natürlich noch ganz fertig. Bin ja auch gleich fertig. So. Letzte Bubble ausgemalt. Ich hoffe, ihr seid gut mitgekommen und habt ein bisschen Spaß gehabt. Jetzt wäre nochmal die Gelegenheit, solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr sie gerne stellen. Ansonsten könnt ihr sie natürlich auch im Nachhinein hier bei YouTube reinschreiben. Ihr könnt sie bei Instagram stellen. Ihr werdet auf jeden Fall von uns, also von mir oder von Tomo, eine Antwort bekommen. Ich hoffe, es hat für euch gut geklappt. Die Vorlage könnt ihr natürlich immer wieder verwenden. Also, wenn ihr nochmal mit anderen Farbkombinationen vielleicht experimentieren wollt, könnt ihr die Vorlage einfach nochmal nehmen, eine andere Technik ausprobieren wollt natürlich auch. Das steht euch frei. Sollten euch jetzt die Farben wirklich gut gefallen haben, ich zeige es euch nochmal. Die gibt es aktuell als wie so ein kleines Kit begleitend zu dem Workshop bei Tomo auf der Webseite. Und ihr könnt dabei auch, ich muss spicken, 20% sparen. Das gilt noch bis morgen. Das heißt, wenn ihr euch jetzt in die Farben verliebt habt und die noch nicht habt, könnt ihr euch... Schauen wir mal, jetzt habt ihr ein bisschen hinter den Kulissen vielleicht mitbekommen. Genau, also, ich zeige euch nochmal die Farben. Ich weiß jetzt nicht, was ihr noch alles mitbekommen habt oder nicht. Die gibt es zurzeit eben bei Tombow auf der Webseite als Special-Zusammenstellung hier begleitet für den Livestream. Bis morgen könnt ihr da noch 20% Rabatt euch sichern. Bitte postet eure Ergebnisse. Ich bin total gespannt, was ihr gezaubert habt mit der Vorlage. Ihr könnt gerne mich, also Hello Honey Nürnberg und Tombow verlinken, damit wir sehen können auf Instagram natürlich. Und gerne den Hashtag ABTProLettering verwenden. Dann können wir da auch nochmal einen schönen Überblick bekommen, was ihr alles damit gezaubert habt. Ansonsten solltet ihr noch Fragen haben und seid noch da nach dieser kleinen technischen Panne, könnt ihr die natürlich gerne stellen. Ansonsten, ja, jetzt warte ich nochmal kurz, ob vielleicht noch eine Frage kommt. Ich sehe, ihr seid alle schon dabei, euch euer Kaltgetränk verdientermaßen einzuschenken. Das werde ich jetzt auch gleich tun. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr alle mit dabei wart und wir zusammen ein schönes Lettering, das wahrscheinlich sehr viel Fernweh bei euch, so wie bei mir, hervorgerufen hat. Vielleicht auch die Vorfreude für euren Sommerurlaub noch etwas verstärkt hat.
Und ja, freue mich auf jeden Fall auf Feedback von euch. Ihr könnt auch gerne hier bei YouTube kommentieren, wenn ihr noch Anregungen, Fragen habt. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Abend und freue mich sehr, dass ihr mit dabei wart.